Moin Leute, Crafted Deck 10 startet bald und wir schauen uns jetzt diese geisteskranke Base an, die G-Time für uns designt hat, die wir dann im Survival nachbauen werden. Viel Spaß mit dem Video. Hey, da seid ihr. Moin. 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 Alter, moin. Cool, die ganze Crew ist versammelt, außer Chef Strobel. Ja, Chef Strobel kann nicht. Der hat als Ausrede, seine Mutter ist in Hamburg. Er hat mir was anderes gesagt. Er hat gesagt, er muss noch seine Masterarbeit fertig formatieren. Oh. Okay. So ist das also. Okay. Mir hat er gesagt, dass er noch was für die Unicorns zu erledigen hat. Ist ja auch egal. Er ist am Ende nicht wegen mir sauer oder so, sondern der ist eher auf euch sauer. Der meinte, warum habt ihr ihm nicht Bescheid gegeben? Der schaut nicht in seine Nachrichten, der hat kein Zeitgefühl, der hat keine Ideen für der rafft's einfach nicht. Sehr gut zusammengefasst. Jetzt könnt ihr einfach slash tp, Leerzeichen und dann Gamers Time machen. Holy shit, chill doch mal eine Round, what the fuck? Das ist voll schwierig für normale Menschen, was du da sagst. Wir spielen ja zu fünf ganz doll und sind eine Allianz, aber jeder baut so sein eigenes. Ich baue meine Farm, ich baue meinen Stuff bauen. Und du bist dann der Typ, der so alles in einer Base vereint und sagt, wo wir bauen können und machst dann ein cooles Konstrukt drum. Sehe ich das richtig? Ja, so war der Plan. Ihr baut einfach eure Farmen und ich verbinde das alles. Ich würde auch sagen, wenn du alles ready hast, dann könnt ihr hier den Bereich öffnen und mal rausgehen und euch erstmal umschauen. Oh, yo. Ihr seid ja momentan Clash of Clans viel am Spielen. Ja. Da gibt's ein Rathaus, haben die Leute mir gesagt, Stufe 14. Das sieht in so einem Stil aus ungefähr. Wie geil, das stimmt. Und das alles willst du bauen in diesen 8 Tagen, Alter. Guck mal, pass mal auf. Hier hinten ist zum Beispiel direkt auch so eine Kaktusfarm. Du hast ja auch gesagt, du willst, dass man deine Farm sieht. Man kann zum Beispiel hier auch die Türen öffnen. Dann sieht man das von außen. Und das kann ich ganz easy drumherum bauen. Du baust einfach deine Farm und ich baue das dann quasi so, dass sie am Ende richtig geil aussieht. Das sieht schon sehr geil aus. Aber wir werden auch verschiedene Farmen bauen. Wir werden ja auch vielleicht eine Axolotl-Fischfarm, Kelpfarm wird der Strubel sicherlich machen, wie ich ihn kenne. Kurz, während wir alle da sind, dicke Ansage von mir, ich will bitte nicht in der Nähe vom Spawn bauen, weil das fuckt mich jedes Mal aufs Neue ab, wenn es dann heißt, oh nein, du baust in mein Gebiet rein, oh, jetzt baust du in mein Gebiet rein. Ich hätte gern ganz viel... auf jeden Fall eine ordentliche Fläche suchen. Sagen wir dann. Ich hab was richtig Geiles noch geplant, Jungs, hier, ne? Wir brauchen ja zum Beispiel eine Iron-Golem-Farm, hast du ja schon gesagt, Rumatra. Die ist hier in diesem Turm, ist sie eingeplant. Hier oben spawnen die Golems, die sterben und jetzt kommt mal kurz runter. Sehr lässig auf jeden Fall. Hier habe ich die Hopper versteckt drinne. Die gehen von oben runter und dann kommt man hier runter. Und hier unten haben wir unser vollautomatisches Lager. Vollautomatisches Sortierlager. Ihr werdet am Ende eine Kiste haben, da könnt ihr einfach alles reinknallen und alles sortiert sich ein. Oder, und das habe ich mit Rumatra geplant, wir bauen eine Schalker-Load-Station. Ja, ja. Da ballerst du einfach deine Schalker-Chest drauf und die wird komplett entladen und ist leer. Ja, oh, das wird so geil. Wie fühlt es sich aus, Sebo, von der Höhle hier reinzuziehen dann später? Du warst der Höhli einfach. Höhli. Ist das hier matt? Sind das die Mattblöcke? Genau, das ist alles Schlamm. Geil. Auch für Sebo dann, ne? Damit er nicht guck mal, hier habe ich zum Beispiel, das sind alles so Farmen, ne? Ich habe die einfach mal in verschiedenen Designs gebaut. Guck, und die Bambusfarm, die kannst du jetzt auf matt bauen. Gerade fährt da wahrscheinlich Minecart unten drunter durch, ne? Nee, die wäre jetzt so, dass die Pisten die drücken und die müssen dann ins Wasser fallen. Ah. Das, was du meinst, ist die Farm hier hinter. Da fährt der noch drunter durch. Digga, wann hast du das gebaut? Die letzten 2 Tage habe ich das alles gebaut. Oh mein Gott, kann man das auf matt bauen? Das könnten wir, theoretisch könnten wir das einfach durch matt austauschen und könnten die Farm so 1:1 dann nehmen mit Hoppern drunter. Auch die Farm hier, die Melonenfarm. Kann man Melonen auf matt bauen? Das müsste eigentlich gehen. Probier mal aus, bitte. Ja. Bitte tu es ausprobieren, schnell. Tu es ausprobieren. Nee, das geht nicht. Warum? Ist doch egal, oder nicht? Nein. Guck mal, jetzt kommt was ganz Großes. Und zwar, wir spielen ja auf so einem Kack-Server. Also Kack-Server im Sinne von, dass es halt ein Server ist und nicht eine Offline-Welt. Und da ist es ja immer wieder so, dass Minecarts, die sich bewegen, einfach mal stehen bleiben, zum Beispiel. Oder dass, keine Ahnung, dass der TNT über sich selbst in die Luft jagt und so eine Scheiße. Und durch matt kannst du jetzt zum Beispiel Bambus drauf bauen und das fliegt einfach durch. Guck mal, siehst du es? Durch. Das Bambus, was oben auf dem Matt gebaut wird, fliegt durch und ist im Hopper drin. Das ging letztes Mal noch nicht. Das heißt, eine Bambusfarm ist jetzt nur noch, keine Ahnung, halb so schwer. Und hier Mangrove Roots, pass mal auf. Guck mal, hier diese Mangrove Roots, die kannst du waterloggen. Das heißt, wenn du irgendwo, guck mal, jetzt ist das bewässert links daneben. Und diese 2 Sachen gab es letztes Mal nicht. Und damit können wir halt so einfach Farmen bauen. Das ist so geil. Guck mal, auf Farmland geht das doch auch. Farmland geht das auch. Aber auf Farmland kannst du keinen Bambus aufbauen. Da können wir aber Melonen drauf. Stimmt, da können wir. Die machen das aber normal, das geht nicht. Ja, ja. Weil die machen ja normalen Dirt draus. Da können wir ja ultra easy unendlich Bambus haben. Und das können wir auch vollautomatisch in die Öfen weiterlassen. Das ist der Plan, Max. Dann haben wir einfach einen unendlichen Ofen. Genau, und ich will dann noch eine riesen Kelpfarm bauen, weil Kelpfarm ist auch sehr einfach. Und das schmelzen wir dann in 2, 3 Öfen. Dann haben wir 3 XP-Öfen. Hä, seit wann Rumatra hier einfach Minecraft-Pro? Was ist denn aus dir geworden? Ich hab mich schlau gemacht. Wenn es losgeht, mache ich mich schlau. Vorbereitung ist das Wichtigste, Höhli. Das kennt Rumatra, wer bin ich? Wo bist du? Du bist Sebo. Hallo Sebo. Ich bin Höhli. Hallo Sebo. Pass mal auf, wer bin ich? Nice. Twitch Prime ist kostenlos.
Du bist Max, du musst einfach offline nach zwei Wochen spielen. Oh, guck mal. Juhu. Hier habe ich zum Beispiel schon mal sowas, so eine Villager-Farm gemacht, wo wir die vermehren können. Ja. Und hier gegenüber ist zum Beispiel dann unser Marktplatz, wo wir die einsperren können für die ganzen Verzauberungen und alles. Geil. Da ist auch Platz für alle, Sound, ne? Der Sound ist so geil über diesen getrocknete Matschblöcke. Oh, stimmt, das klingt mega geil. Ja, G-Time. Du hast es gerockt, was soll ich sagen? Also, du hast es einfach wieder geschafft. Jo, wieso ist hier das Dick da? Ja, das haben wir hier damals vorgebaut. Das hat von aus dem letzten Jahr vorgebaut, damit ich weiß, welche Ringe ich brauche und so weiter. Ja, wo du aufgegeben hast, weißt du noch? Das wär's gewesen. Das, oh mein Gott, sieht das geil aus, Alter. Einfach auf. Hab ich nicht, Also, ich wäre dafür, dass wir einen vollautomatisierten Braustand bauen. Das macht Rumatra. Ja, den will ich machen. Da stellst du einfach ein, was für einen Trank du willst. Und dann brauen wir uns die ganzen Kampftränke, Stärke 2 und so, in so welchen Mengen. Und wenn irgendeiner kommt, der uns nerven will, dann schlachten wir den die ganze Zeit ab. Übrigens, jemand hat im Chat gerade getestet, also Pumpkins und Melonen können auf Matt wachsen. Let's go. Weißt du, wie OP das ist eigentlich? Ja, weißt du, wie heftig wir dann traden können? Ja, ja, ich weiß. Das hatte ich ja letztes Jahr schon zwei so Melonenfarmen zum Traden. Aber die sind immer wieder ausgefallen, weil die Minecarts stehen geblieben sind. Wollen wir noch eine Reihenfolge machen, in der wir arbeiten? Dass jetzt nicht irgendwie Sebo sich in eine Höhle zurückzieht und irgendwie Schiff Schrobel geht FIFA spielen oder so, weißt du, was ich meine? Erste Mission wird ehrlich sein, Villager. Wenn wir ein Villager-Farm haben und dann die Villager uns so machen, dass wir Mending und alles haben, haben wir schon durchgespielt. Das ist gut, aber das kann ich gar nicht. Das ist nicht so. Ja, das kann ich ja zum Beispiel mit Rumatra machen. Ja, das machen wir einfach. Da gehe ich mit G-Tam auf eine Villager-Tour. Eisen brauchen wir unendlich, ne? Chef Strobel gesagt, der will unbedingt Eisengolem-Farm bauen. Aber dann vier Stück. Muss er vier Stück bauen. Und was wir auch relativ schnell bauen müssen, damit ich dann mit dem Steel anfangen kann, ist so eine Matt-Farm. Also die ist schon ein bisschen komplizierter zu bauen, ne? Die Matt-Farm. Da müssen wir auf jeden Fall Rumatra mit einbeziehen. Naja, das ist mit TNT, da so, ne, auch. Boah, das kann ich gar nicht genau sagen. Also die ist auf jeden Fall halbautomatisch. Du musst nämlich machen, dass dann irgendwie Dirt, den setzt du, glaube ich, selber rein. Dann kommt ein Dispenser, der macht mit einer Wasserflasche, setzt der auf den Dirt dann das Wasser und daraus wird dann matt und das musst du abbauen wieder. Ich glaube, die gibt es auch vollautomatisch, aber dann sind die halt gigakompliziert. Aber erste Stopp, nicht jetzt Fokus verlieren. Wir brauchen Villager und Ausrüstung. Jeder von uns muss direkt irgendwie Netherite haben. Das Ding ist vor allen Dingen, wenn du eine Aufgabe erledigt hast, dann kommen einfach immer mehr dazu. Du holst die Villager, wenn du mit denen traden willst, dann brauchst du Emerald. Bedeutet, du musst dann anfangen, diese ganzen Farmen zu bauen, die am besten vollautomatisch Weizen und so farmen, damit du einfach die ganze Zeit traden kannst, wie ein Bescheuerter. Oh, jetzt habe ich Bock. Wie haben wir das heute gemacht? Gehen wir zu einem Spiel am 30. Jahr, oder? Ich will unbedingt spielen eigentlich. What the fuck? Ist das nicht durchgelesen, was geschrieben wurde, Rumatra? Oh, Rumatra. Ich hab dich Junge, das hat er hat eine über einminütige Sprachnachricht geschickt. Ja, das war eine Sprachnachricht. Als er die geschickt hat, nochmal geschrieben und dann @Rumatra. Und dann @Rumatra. Und du. Ja. Und du. Okay, Rumatra, Villager mit G-Time zusammen. Chef Strobel macht Eisenfarm. Wenn ihr mir sagt, ich soll Sand farmen, dann könnt ihr mir aber direkt die Kimme. Da wisst ihr was, ne? Du farmst Sand. Du kannst mir aber sowas von meine Arschhaare flechten, Kollege. Oh, stopp. Und einen guten Platz suchen. Ich will wirklich, dass wir hingehen und sagen, ey, hier bauen wir. Und wenn dann Leute kommen, dann fangen wir auch Krieg mit denen an. Also da müssen wir echt so gute 500 bis 1000 Blöcke vom Spawn weggeben. Ja, dann machen wir das. Das könnte schon zu wenig sein. Das Ding ist, wir müssen ja eh am Spawn nichts machen, außer vielleicht später dann unsere Shops bauen. Also was wollen wir da spawnen? So. Ja, ey Leute, ich düs. Ich muss nämlich morgen früh. Du machst einen kleinen Düsi? Ich muss ein Auto fahren. Ja. Nein, Early Boy ist hier. Wo? Töten. Early Boy ist bei uns hier. Müssen wir Early Boy leider umbringen. Das ist doch jedes Mal dasselbe, oder? Tod und Verderben.